Bei der Firma Pipp Papierverarbeitung im Kreis Landshut ist man fast euphorisch. Im Krisenjahr 2009 stand Jürgen Pipp kurz vor dem Aus. Jetzt kann er sich vor Arbeit kaum retten, muss Aufträge ablehnen. Sein Umsatzplus im Jahr 2010 schätzt er auf 25%. Seit Beginn der wirtschaftlichen Erholung setzt er auf Zeitarbeiter wie Patrick Bredi und Harald Seibt. Die Leiharbeit hat klassische Einstellungen abgelöst. Ich möchte das auch weiter so ausbauen, dass ich zukünftig alle meine Leute, die ich einstelle, über diese Schiene auswählen lasse. Also welche Funktion hat Zeitarbeit für Sie, welche Vorteile? Zeitarbeit hat für mich klar die Vorteile, dass ich meine Probezeit, die kann ich verlängern durch die Zeitarbeit, die kann ich auf unbestimmte Zeit verlängern. Immerhin, Jürgen Pipp hat bereits Leiharbeiter in ein reguläres Arbeitsverhältnis übernommen. In München bei der Zeitarbeitsfirma USG läuft das Geschäft genauso prächtig. Der Leiharbeiterbestand ist in 5 Monaten um 40% gewachsen. Man sucht händeringend neues Personal. Die Arbeitslosigkeit liegt teilweise unter 3%. Das schlägt voll durch auf unsere Rekrutierung. Bestimmte Qualifikationen sind auch für uns kaum noch zu rekrutieren. Facharbeiter, Metall, wenn Sie noch einen hätten, wir würden ihn gerne sofort einstellen. Häufig muss Chef Markus Schulz den Interessenten satte Aufschläge auf den Tariflohn zahlen. Es geht ihm gut, könnte man meinen. Doch Schulz sorgt sich, das Image der boomenden Branche macht ihm zu schaffen. Die meisten Firmen seien anständig, betont der Manager, doch bei manchen Anbietern werde mit Tricks gearbeitet, zu Lasten der Arbeitnehmer. Mitarbeiter werden nicht korrekt eingruppiert. Unser Tarifvertrag schreibt vor, dass ein Mitarbeiter mit einer bestimmten Qualifikation und Tätigkeit in eine bestimmte Entgeltgruppe gehört. Konkret heißt das, dass das Entgeltfortzahlungsgesetz im Krankheitsfall nicht berücksichtigt wird und im schlimmsten Fall, dass einsatzlose Zeiten von unseren Mitarbeitern oder von Zeitarbeitnehmern nicht korrekt bezahlt werden. Sogar die FDP sorgt sich um die Arbeitnehmer, fordert mehr Gerechtigkeit in der entstehenden Zweiklassen-Arbeitsgesellschaft. Equal Pay heißt das Konzept der Bundestagsfraktion, gleiche Bezahlung und gleiche Bedingungen für Zeitarbeiter. Wir sind nicht der Meinung, dass durch die Zeitarbeit Stammbelegschaften ersetzt werden sollten. Wir sind auch nicht der Meinung, dass durch die Zeitarbeit eine Lohndifferenzierung nach unten stattfinden sollte. Nach einem längeren Einsatz muss dann auch die Angleichung an die Stammbelegschaft ins Visier genommen werden. Was die Frist anbelangt, haben wir uns bisher konkret nicht festgelegt. Auch die Gewerkschaften wollen die Zeitarbeit im Herbst thematisieren. Man werde Gegenwehr in den Betrieben organisieren, kündigt die IG Metall an.